neuen Video. Heute bin ich alleine unterwegs. Wir fahren so 1000 Höhenmeter. Oben wird Schnee sein. Hier unten schaut es schon voll nach Frühling aus. Und es ist doch echt fein warm. Ah, April läuft. Zwischendrin ist es ganz schön eisig. Aber es geht super. Und es ist echt warm. Ja, was ich euch auch noch mitgeben wollte, fahrt einfach. Auch wenn man mal keinen findet, der mitfahren will, einfach raus. Sobald man unterwegs ist, das ist immer geil. Klar, zusammen ist alles am schönsten, aber alleine zu Hause ist um Welten schlechter als alleine am Berg. Und deswegen einfach raus. Ihr werdet es nicht bereuen. Übrigens ist gerade Ende Januar, aber vom Wetter, der Wärme, den Vögelchen, wie sie in den Bäumen zwitschern, kann es auch Ende März sein. Schaut mal, mein Ausblick gerade ins Tal runter. Und hier, mega schön, mega fein warm. Also echt, ja, wie im Frühling. Okay, jetzt würde man wohl schon eher glauben, dass es im Moment noch Winter ist. Oder eigentlich absoluter Hochwinter, besser gesagt. Wieder ein Stückchen weiter oben. Hinter mir leuchtet die Sonne. Es ist kein einziges Wölkchen am Himmel. Ich habe gerade noch mal einen kurzen Stopp gemacht, um nachzuschauen. Jetzt kann ich auch besser reden, weil ich nicht ganz so viel schnaufen muss. Und hier ist nach wie vor komplett Schneefahrbahn jetzt. Und ja, dementsprechend muss ich schon ein bisschen besser aufpassen beim Treten als sonst. Weil wenn man hier in den Rand reinkommt, dann bleibt man stecken. Wie so oft, kaum hat man gefilmt, wird es danach noch schöner. Und ja, das zeige ich euch auch noch kurz. Fahrrad tragen mag ich nicht so, erzähle ich euch immer wieder. Ich tue es trotzdem immer wieder, weil man da einfach zu schöneren, abgelegeneren Plätzen kommt. Und oft auch einfach die tolleren Abfahrten hat dadurch. Und ja, so quäle ich mich jetzt. Circa 300 Höhenmeter hoch und dann bin ich am Kreuz angekommen, zeige ich euch das Panorama. Mega schön, da gehen jetzt die letzten Meter rüber Richtung Kreuz. Ja, und ich bin natürlich immer noch beim Tragen. So, da. Jetzt seht ihr das Kreuz schon vor euch, quasi geschafft, und es ist sogar schon ein Radl oben. Das gibt's ja nicht. Was machst denn du da? Hatte ich schon probiert, dich anrufen? Habe ich dich nicht dergleichen? Ah. Du Biograf? Ja, heute Vormittag. Das gibt's ja nicht. Da darf man nicht anrufen. Da muss man am Berg suchen. Ja, geil. Dann kann man zusammen runterfahren, oder? Ja, super. Ja. Aber krass, ich habe jetzt echt nicht geschafft. Warum hast du gewusst, dass ich hier oben bin? Habe ich nicht. Habe ich da meinen Kosten eigentlich? Aber auch ich. Bin hin und wieder gerne am Berg. Ja, heute ist, glaube ich, ein Tag, da muss man auf dem Berg sein. So viele Optionen gibt es nicht. Und das ist unser Ausblick. Wow. Echt wahnsinnig schön. Ja, geil. Ja, voll, jetzt soll ich wieder gefunden. Wie lange bist du um? 3 Minuten. 3 Minuten. Ja, dafür sah es recht entspannt aus. Ja, voll, gell. Nein, ist voll fein, weil ich komme da rein. 3 Stunden meint er wahrscheinlich. Ja. Ripfel ich aus. Mega. Schön. Geil. Perfekt.
desperate people trying to get through the door, although the room's already crowded. But I'll keep shining over you all with your wings entwining. Yeah. We'll be right back.
Getroffen haben. Haben wir, ja. Runter ist natürlich zusammen schon cooler als alleine, muss man ganz klar zugeben. Vor allem, wenn man alleine ist, muss man halt auch deutlich vorsichtiger fahren. Weil wenn es einen dann doch mal schmeißen sollte, gibt es mal so ein paar Systeme, zum Beispiel Helme, die dann automatisch den Notruf wählen oder eine Kontaktperson oder auch meine Uhr kann das zum Beispiel. Oder ich gehe mal einen Achsendock vorbei. Aber ja, genauso. Darauf verlassen sollte man sich besser nicht. Und von dem her war das jetzt schon super cool, nicht alleine fahren zu müssen. Naja, aber die Rückfahrt macht jetzt auch nicht leicht. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah, einen Tipp habe ich noch. Wasser zum Trinken. Ich fülle da immer warmes Wasser ein. Ist mega gut, weil dann trinkt man mehr. Sonst ist es im Herbst oder im Winter. Wenn es auch noch so kalt ist, dann trinke ich immer zu wenig.